Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 76. Und heute, da gehen wir Richtung Quest. Was ist denn das? Ist das eine World? Weiß es nicht. Ich rede auch nicht mehr so versprochen. So, ich habe gestern das Video bearbeitet und ich habe gesehen, dass ich unsere Wackelpuppe geschluckt habe. Und diese Wackelpuppe bringt einfach nur, dass man eine Stunde lang 5% mehr Erfahrung bekommt. Nein! Wie fester? Warum? Eine Stunde? Das ist ja gar nichts. Ich meine, wenn ich gehe doch nicht auf Wackelpuppensuche, damit ich die für eine Stunde lang benutzen kann. Nein, ich will die behalten. Ich will einen Effekt haben, der für ewig andauert. Klar ist das im PvP unfair, aber dann sollen die anderen Idioten sich auch mal die Mühe geben, diese Wackelpuppen zu suchen. Ist ja nicht so, als wenn nicht jeder die Möglichkeit hat. Ist ja nicht Pay to Win. Ist Pay to Suchen. Nee, Suchen to Win. Suchen to Win ist richtig. Ganz ehrlich, ich meine, was soll denn das? So, das sieht auf jeden Fall sehr einladend aus, aber. Oh, hi. Bist du größer als die anderen? Treff dich. Ich mag es, wie es halt. Das muss ich sagen. Wieso lebst du noch? Und endlich haben wir einen Teil erreicht, wo die Gegner ein bisschen stärker sind. Lauf doch nicht so rum. So hast du so viel Leben. Hier ist auch eine Wackelpuppe. Die sind anscheinend nicht so selten, wie man denkt. Alter, jetzt lauf doch nicht so rum. Wie soll man dich denn treffen? Ich weiß, das ist der Sinn des Ganzen, aber du bist nur ein NPC. Und dein Loot will ich haben. Skischwert? Ah, jetzt werden die ein bisschen häufiger. Ist mir egal, dass ich nichts betragen kann. Ich nehme alles mit. Hier wird irgendwo schon eine Werkbank sein. Ich höre dich, Wackelpuppe. Bitte. Ich suche eine Wackelpuppe, du. Ah, jetzt. Wo? Ja, wieso versucht ihr immer ständig durch Wände zu schießen? Hängst du da fest? Der hängt da fest. Okay. Wackelpüppchen. Oh ne. Das ist besser als eine Wackelpuppe. Tesla-Forschung 5 hinzugefügt. Diesen Perk habe ich übrigens auch. Und das mit der Wackelpuppe, die Wackelpuppen zu suchen, der Perk, der ist so eine Verschwendung. Das gilt den nicht, Leute. Das gilt den einfach nicht. Kann nur herstellen, ne? Sehe ich nicht schön aus. Brombeerensaft. Karottenblumen hast du nicht gesehen. Und Mutterbeerensaft. Aber Beweglichkeit ein. Das ist jetzt nicht wirklich die geilste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Aber machen wir uns erstmal was zu essen. Sirup. Na gut, wir haben Essen. Werkbank. Wir brauchen eine Werkbank. Ich brauche einen Perk, um Werkbank hier zu finden. Das ist doch nicht dein Ernst.
So, decken wir uns ein bisschen Munition ein und aufbereitetes Wasser. Ah, ein Schloss, das ich knacken kann. Das ist ja gütig von euch, Bifester. Wäre schön, wenn ich diesen Perk auch weiterhin skillen könnte. Ein Birdie Bird? Okay. Ja, keine Werkbank. Oder ich sehe sie nicht. Was natürlich sehr einfach ist, sie nicht zu sehen. Nichts, was ich bräuchte. Ach. Ah, gibt es hier irgendwo eine Hütte? Wenn sie was ist, gibt es da oben. Aber dass es hier keine Werkbank gibt, finde ich ein bisschen tragisch. Nehmen wir einen Eitersack mit. Okay. Gehen wir da rein. Vielleicht finden wir da eine Werkbank. Mit ein bisschen Glück. Oder hier drin. Vielleicht haben wir hier drin Glück. Station Pleasant, okay. Nein, ich muss mich vom Radio weghalten. Das hat mir schon Schwierigkeiten bereitet beim Uploaden der Folge. Ah, jemand, der Sachen kauft. Und ich habe hier eine Truhe. Gibt es ja auch eine Werkbank? Nein. Die Hoffnung war. Oh, doch! So, aber ich will, glaube ich, ein paar Sachen verkaufen. Orten ist nicht immer die beste Idee. Halt's Maul. So. Komm, nimm das. Nimm das. Das Skischwert. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Ah, 15 Granaten, hier gibt mir 30 Kronkorken. Ah, die behalte ich mal. Bitte beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. Wieso steht da Red? Wieso ist das Nahrung? Ist doch alles in Ordnung. Wieso wurde das gerade als Nahrung angezeigt? Okay, jetzt funktioniert's. 44er kann auch weg. Das behalte ich mal. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Das kann auch weg. Nein, da wollte ich Taschen dran machen. Aber das ist einfach nur, weil es schwer ist, ne? Ja, komm, was soll's. Ich brauche keine schwere Rüstung. Ich brauche nur Taschen. So, war mir eine Freude. Und jetzt nehme ich einfach diese Truhe. Und lagere meinen ganzen Schrott ein. Das Skischwert. Die Splittermini brauche ich alle für meinen Plan später. Deswegen behalte ich die. Und dann, ja, kann das erstmal alles weg hier. Ich kann den Schleier nicht reintun. Weil er auf Favoriten ist? Ich weiß es nicht. So, wir packen mal alle Holos rein. Ja, die Sachen, die markiert sind, die kann man nicht reintun. Ach, Questgegenstand wahrscheinlich, ne? So, und auch die ganzen Notizen, alles rein.
So, sehr schön. Munition. Wir sind immer noch verdammt überladen, ne? Wir haben einen Fusionskern dabei, den brauchen wir nicht. Die Armbrustbolzen können weg. Ach, jetzt habe ich plötzlich 82 davon. Naja. Dann können wir eigentlich auch diese mitnehmen. Plus. Den hier. Okay. Sehr schön. Jetzt sind wir ausgerüstet. Jetzt können wir weiter. Die werden wir definitiv gebrauchen können, wenn wir wieder einen heftigen Gegner sehen. Wieso liegt da eine Puppe und schläft? Diese perversen Bastarde. Es ist, ich sehe nichts. Was ist das? Metall irgendwas, Plastiklöffel. Ach, das braucht. Komm, gehen wir zur Quest. Da gehen wir schon mal nicht hin. Oh Gott, nein, YouTube, tu mir das nicht an. Ich mach nichts. Oh Gott. Okay, das war's. Monetarisierung ausgeschaltet. Ist auch nicht so wild. Fotorahmen. Was ich machen wollte, ist Notizen. Schlammbohnenpüree. So, was haben wir hier noch? Dem geht's gut. Die Hühnersuppe ist auf jeden Fall noch gut. Die kann man noch essen. Wenn ich sie gekocht hätte, wäre sie natürlich schon völlig vergammelt. Aber naja. Silberkrawatten, Mr. Fuzzy. Der Mothman. Oh Gott, ist der hier? Zum Glück habe ich mir eine Schwarzpulverpistole eingepackt. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Der sieht auf jeden Fall schon mal sehr einladend aus. Grubenhauer. Ja, das macht keinen Schaden. Oh, ich höre da wieder irgendwas. Ist irgendwo eine Wackelpuppe oder so. Ja, wir suchen gleich danach. Gleich, 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 gleich. Erstmal laufen wir. Mr. Vorarbeiter, hey! Ich hab Durst, kannst du mal eine Sekunde warten? Danke. Oh nein, jetzt sind sie schon zu zweit. Ah. Okay, einen habe ich gekillt. Wieso bist du halb tot? Finde ich gut. Na, los, trau dich. Ich komme mir das vor, dass das Spiel gerade sehr laut. Müsste öfters den Kopf treffen. Was haben wir denn noch so Schönes? Ja, die macht Schaden. Au. Okay, die braucht aber auch ewig zum Laden. Okay. Ah, jetzt gehst du in den Nahkampf. Finde ich gut. Wie süß er ist, guckt ihn euch an.
So. Ja, die sind schon nicht mehr so einfach, die Gegner. Aber genau so möchte ich das eigentlich auch haben. Also ich halt ein bisschen nachdenken muss, was für eine Waffe ich nutze und so weiter. Wieso ist denn das Lasergewehr? Achso, ich habe keine Zellen. Wo ist das? Komme ich da irgendwie rein? Aha! Ich sehe, wo das hinausläuft. Ich höre dich. Nicht so gut. Da oben ist auch noch einer. Ach komm, das ist. War doch getroffen. Okay, jetzt hat er mich. Also müsst ihr jetzt langsam in den Nahkampf gehen, ne? Ich glaube, ab Hälfte des Lebens. Nahkampf? Ja, er ist jetzt im Nahkampfmodus. Ne, komm hier, Kleiner. Ich finde die so süß. So, da oben ist aber noch einer. Den habe ich nicht vergessen. Und er schießt da fröhlich vor sich hin. Ich sehe dich. Steckst du da fest? Oh, jetzt nicht mehr. Den Kampf gewinne ich. Dann gehst du jetzt in den Nahkampf, ja. Sehr schön. Genau das wollte ich. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade die falsche Schrotflinte in der Hand habe. Welche habe ich in der Hand? Die. Doch 80. Okay, das war's schon. Pumpgun. Wie der Pumpgun. Auf zu. Bank, ja. Ey, sieh schon. 84 ab Stufe 50. Okay, da bin ich noch ein Stück weit entfernt. Wackelpuppe Beweglichkeit. Du hältst bei Benutzung eine Stunde lang plus zwei Beweglichkeiten. Ich gebe einen Scheiß drauf. So sieht's aus. So, die Hütte ist ja nicht weit entfernt, ne? Gehen wir kurz zurück. Es ist enttäuschend. Ich meine, ich habe den Perk, ich finde sie, ich hoffe, ich kriege zumindest dafür eine Errungenschaft. Ach nee, ist ja kein. St ist ja nicht mal Steam. Wie fester, ihr seid so nur Spielverderber. Ach ja. So, was mache ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Ach, ich baue. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich würde gerne mehr Taschen hinzufügen. So. Das Jagdgewehr behalten wir mal. So. Ja, verdammt viele Waffen am Start, ne? Und 40 Munition davon. 10 mm. Ach, ich weiß auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie mal wieder ein bisschen was loswerden. Ich höre Geräusche.
Ist da jemand? Hallo? Okay, ich bin gleich tot. Hallo? Tatsächlich. 2 Stück waren da. Ich wiege aber trotzdem noch zu viel. Was wiegt denn bei mir so viel? Gewicht 2, 6, 8,4. 6,4. Ah, gut. Ich meine, ich habe da für den Scheiß habe ich sowieso keine Munition dabei. Aber ich könnte mir Munition beschaffen. Wie viel Munition habe ich denn? Habe ich überhaupt keine Fusionszelle da, 48. Ja gut, nehme ich mit, scheiß drauf. Aha. Okay, irgendwie wiegt das nicht so viel, wie ich gedacht habe. Schießpulver. Ah, schon viel besser. Verbranntes Buch. Okay, das dazu. Vielleicht sollten wir hier ein bisschen aufräumen. Ja, tschüss, geh weg. Brauchte ich eh nicht. Buffout brauche ich immer. Heilmittel brauche ich nur eins. Na, okay, scheiß drauf. Wir haben das Essen reingepackt, aber egal. Medex. Ja, hier kommt das ganze Gewicht her. Nehmen wir von jedem einfach einen mit. Nur für den Fall der Fälle, dass wir es brauchen. Und dann passt das schon. Ah, Red Axe hier, komm, Hälfte weg. Hälfte weg. Für Red Axe brauche ich wahrscheinlich eher nur einen. Und davon brauche ich gar keinen. Minus 20% Munitionsverbrauch für schwere Waffen. Weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, dass man vielleicht irgendwie gratis irgendwie was verschießt. Aber gut. So, jetzt sind wir endlich mal ein bisschen gewichtlos geworden und ich habe mal wieder Durst. So, noch eine Hühnersuppe hinten rein. Und dann passt das. Oh, die ist fast kaputt. Ich hoffe, ich kriege eine Waffenwerkbank. Ja, egal. Das mit der Rüstung machen wir später, wenn wir zu Hause sind. Ich bin nicht wirklich der Typ, der gerne so an Werkbänken rumbastelt, habe ich so das Gefühl. Ich sollte mehr. Ey, da oben. Stufe 30. Dich ignorieren wir einfach mal. Oh. Oh Gott. Ja! Brennst du? Ja. Was war das? Das war so eine explosive Tonne, okay. Es war keine explosive Tonne. Es ist der Typ da oben. Ja, was, wo? Oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Bitte nicht töten. Nein, das war doch nur ein Scherz. Oh Gott. Spawnen wir gleich mit dem Gefecht.
Die sind aber schnell respawned, oder? Ne, das sind Stufe 30er gewesen. War noch ein bisschen fieser drauf. Okay. Ich bin wieder hier, Jungs. Hier oben gefällt es mir nicht. Punchy-Brett. Lass ich mal mich ganz kurz in Sicherheit bringen. Oh, die 10 mm ist ziemlich effektiv, ey. Aber bist du schon im Nahkampf? Geil. Kommst hier nicht hin. Oh, aber ich tuff tuff. Jetzt kümmern wir uns um dich. Oh. Wieso gibt es hier 2 Brutmütter? Was? Wie? Ahaha, eine Kranke. Verarschen kann ich mich alleine, ey. Okay, das war's. Munition ist weg. Hat da jemand geflüstert? Umzingelt von Gegnern. Okay, das war's mit der 10 mm. Ich finde, der Spaß geht immer ein bisschen zu schnell vorbei. Gelbe Farbe und ein Malpinsel. Passt ja zusammen. Nehme ich. Rattengift. Sind die Gruben-Dinger-Typen nicht irgendwie auch Ratten? Kann ich denen nicht einfach das Ding ins Gesicht werfen? Ey, ich dachte, hier war alles geklärt. Okay, darauf gehe ich, wenn er in Nahkampf geht. Guck mal, das sind schon 2! Lass mich mal kurz nachladen. Du hast eine Munition. Egal. Was? 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 Lad doch ganz nach. Was soll das denn? Immer schön aufs Köpfchen. Jetzt sind die 2 hinter mir her, ey. Ich lad mal kurz nach, ne? Also, ihr könnt euch kurz schlafen legen. Ich bin gleich da. Dauert nicht lang. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt euch nicht regeneriert. Hier ist da noch einer. Ist es nicht irgendwie, dass ich alles geklärt habe? Ich glaube, da kommt jetzt von der Seite, oder? Nee. Okay. Nein, drück doch nicht die falschen Knöpfe, Zero. Okay, jetzt ballern wir das Zeug in ihn rein. Man siehe, es bringt nichts. Das Magazin ist viel zu klein. Okay, Effektivität gleich 0. Das hat sich schon mal gar nicht gelohnt. Ich treffe ihn nicht mal. Naja, die machen mir wenigstens von Weitem keinen großen Schaden. Jedenfalls nicht mit der Schrotflinte. Wieso ist einer... Wer ist da gestorben? Ist der Typ da hinten irgendwie Selbstmordgefährdet gewesen oder so? Hat er sich von der Klippe gestürzt?
Nee, da ist er. Keine Ahnung, was passiert ist. Oh je. Okay, der ist hinüber. Ich dachte, der hat sich doch gerade repariert. Wie ich die ganze Munition an die verschwende. Okay. Ist hier noch einer? Bitte sag nein. Bitte sag mir einfach nein. Ich will dich mehr. Laborstation. Solide abgesägter Lauf. Na gut, ich brauche jetzt noch irgendwie auch mal eine Werkbank. Könnte auch jederzeit nach Hause. Warum? Oh mein Gott. Oh nein, jetzt muss ich durch das Gebiet hier. Tu mir mal einen Gefallen und erschieß den hinter mir. Das wäre echt nett. Auf wen oder was schießen die überhaupt? Ach. Super Mutanten Kriegsfürst. Nice, ja. Wow. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss zurück zum nach Hause zu meiner Werkbank. Aber wenn ich da ankomme, werde ich wahrscheinlich nicht viel machen können. Weil die Ressourcen, die man da braucht, die sind echt ein bisschen viel. Und seid ihr schon respawned? Nein. Okay, guck dir diesen Haudegen da an. Er hat mich schon gesehen. Natürlich hast du mich gesehen. Na gut, ich mit meiner roten Mütze bin ich nicht gerade unauffällig, ne? Da ist ja noch ein Leuchtender. Oder ist das derselbe? Oh Gott, das sind nur Leuchtende. Kann ich auch. Wie viele? Okay, Gefahr. Shit. Das Einzige, was ich machen kann, ist mich verstecken, bis Ruhe eingekehrt ist. Oh nein, sie kommen her. Du hast mich doch nicht gesehen. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Zumindest der eine hier nicht. Ich habe ihn nicht getroffen. Hallo, ich bin nicht hier. Nein, gut. Sehr schön. Freut mich, dass du mich nicht gesehen hast. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Nein, nein, nein. Hilfe! Ich steck fest. Komm nicht hierher. Das ist eine Oh Gott, ich habe mich getroffen. Ich habe ein kleines Problem. Ist er tot? Nein, er ist nicht tot.
Wo zum... Wo ist der? Okay, ich habe ihn kurz gesehen. Das ist der Typ mit dem Raketenwerfer. Okay, ich kann mich hier verstecken. Oh, nein! Wieso bist du fast tot? So. Hallo? Kommst du? Es sind aber nicht noch zwei, oder? Hört sich an, als wären da mehrere. Da läuft er. Ist da noch irgendwo einer? Wo ist der? Hat der eine Shotty und einen Raketenwerfer? Ich weiß es nicht. Er ist aber fast tot. Da ist noch einer, ja. Da ist einfach noch einer. Flammenwerferfalle. Da ist er. Du bist auch der mit dem Raketenwerfer, oder? Hä, wie? Nein, das ist ein anderer. Ernsthaft? Oh, er ist im Nahkampf. Nein, nein, nein. Au. Leuchtendes Blut. Gib mal alles her. Gib mal einfach alles her. Oh, was blinkt mein Handy? Jetzt muss ich kurz gucken. Nichts Wichtiges. Echt? Meine Fresse. Ich hoffe, da ist nicht noch mehr. Aber es wird Zeit, die ganzen Leichen zu looten. So. Hier komme ich nochmal hoch. Ist da Munition? Ah, Schrotpatron. Ach ja, hier, ich bin ja hier hochgekommen. Ich muss sagen, ich habe das recht gut überlebt. Ja? Hätte schlimmer sein können. Und zwar jetzt meine neue Waffe ziemlich aufgebraucht. Aber die Munition kann ich ja neu herstellen. Hier kommen wir. Ne, hier kommen wir nicht hoch. Oh, ja, gehe ich wieder über die Steine. So, ich will nur noch die Typen looten. Kann das sein, dass diese heftigen Gegner gespawnt sind, weil da hochrangige Level unterwegs waren, die mich da besucht haben? Okay. Gut, Freunde, wir haben sie alle besiegt. Ihr legt mich kurz schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.